Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch ein kurzes Update gebe zu meinem Traveler's Notebook von Doodlebug. Vorab habe ich noch eine ganz kurze Info. Ich habe noch einen ganz kleinen Mini-Haul, der ist heute angekommen. Ich habe noch mal bei Kreativbunt was nachbestellt. Und ja, ich habe einmal Jelly Clips gekauft von der Hello Collection von Doodlebug. Ja, drei davon sind schon in meinem Travelers, aber das seht ihr gleich. Für die Jelly Clips habe ich 4,46 Euro bezahlt, anstatt 4,95. Bei Kreativbund gibt es den ganzen Monat jetzt im November 10% Rabatt auf alles. Und ja, genau, darum habe ich mir die Jelly Clips gekauft. Dann habe ich mir endlich die Odds and Ends gekauft zu der Hello Collection, die ja auch passend zu meinem Travelers ist. Die ist 101-teilig. Da sind halt auch so goldfolierte Sachen bei und ja, finde ich mega, mega cool. Ich habe mir das schon angeguckt, es ist echt viel drin, hätte ich nicht gedacht. Richtig coole Sachen bei. Moment, kann ich euch mal ganz kurz zeigen, dann könnt ihr das sehen. Das ist drinne bei den Odds and Ends und ich finde das mega, mega cool. Und dann habe ich mir Weekly Kalender gekauft von Echo Park und zwar diese hier, die sind, Echo Park hat ja auch diese Traveler Notebooks draußen. Und genau, ich habe mir allerdings, wie ihr wisst, das Travelers Notebook von Doodlebug gekauft. Ich bin jetzt momentan noch an was anderem am Überlegen. Das zeige ich euch aber, wenn es dann wirklich so weit kommt. So, also das sind jetzt Kalender, weil ich unbedingt Kalender in mein, also zumindest einen Kalender in meinem Travelers Notebook drin haben wollte. Und wie die drinnen aufgebaut sind, zeige ich euch mal so. Das ist quasi eine Monatsübersicht, wo ihr hier so nochmal euch so kleine Notizen machen könnt. Dann könnt ihr hier zum Beispiel Geburtstage oder irgendwelche wichtigen Termine oder was ihr vorhabt irgendwie eintragen. Finde ich total cool. Dann ist hier immer eine Woche auf einem Blatt. Finde ich auch total cool. Man hat relativ viel Platz zum Schreiben. Dann könnt ihr hier nochmal Notizen machen und hier so To-Do-Listen. Das finde ich auch total cool. Es gefällt mir. Ja, hinten sind dann nochmal Notizseiten drin, wo ihr euch dann nochmal so ein paar Notizen aufschreiben könnt und ja, genau. Ich habe einmal den und einmal diesen hier, der ist quasi genauso aufgebaut, es ist halt nur das Cover ein anderes, wobei ich jetzt schon ein bisschen wieder ein Deko-Problem habe. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt so lasse und in mein Travelers reintue, weil es eigentlich farblich überhaupt nicht passt. Allerdings passt es wieder zu etwas, was ich persönlich sehr, sehr mag, nämlich alles, wenn es so um Schottland geht, das ist ja Tartanmuster und ja, da habe ich so gerade so ein bisschen Konflikt mit mir selber, aber gut, das packe ich jetzt mal beiseite. Ich möchte euch jetzt gerne mal das Update geben zu meinem Travelers Notebook und wie ich es bis jetzt eingerichtet habe. Das ist das gute Stück. Ich habe mir hier vorne, das hatte ich ja schon bei Instagram gepostet, so ein wie so kleines Gebamse gemacht. Ich wollte nichts Schweres, darum habe ich einfach Sticker einlaminiert und habe die dann zu einem Gebamse verarbeitet. Genau. Jetzt zeige ich euch das gute Stück jetzt innen nach dem Einzug. Genau. So. Ja, man wird direkt erschlagen. Ich finde es mega, mega cool. Ich zoome euch mal ein kleines Stück ran. So, ich denke, das ist okay. Genau, so. Ich bin jetzt komplett eingezogen in meinen Travelers. Man nennt das ja Einziehen. Ich finde das total niedlich übrigens. Habe so ein bisschen rumdekoriert, habe so ein paar Deko-Sachen gemacht. Hier habe ich was gemacht, dann habe ich hier, ist zum Beispiel ein so ein Jelly-Clip, der bei den Jelly-Clips dabei war. Genau wie diese Schleife hier, die finde ich auch mega, mega schön, die gefällt mir echt gut. Und dann habe ich hier so verschiedene Deko-Sachen gemacht, sowas und sowas. Und habe dann hier aus den Odds and Ends halt so ein paar Deko-Sachen mit rausgenommen, weil ich das echt schön fand. Ich fand das halt sehr, sehr passend hierfür. So, dann war ja hier unten, war ja wie so ein kleines Blatt, wo man so ein bisschen was draufschreiben konnte. Das habe ich umdekoriert. Dann habe ich hier oben mir die kleine Schnecke, das ist auch ein Sticker, habe ich einlaminiert und habe zum Paperclip umfunktioniert und habe dann hier nochmal aus den Odds and Ends so eine Schleife mit dran. Und dann kann man das hier rausziehen. Das ist einfach nur zur Deko. Hinten ist es ganz schlicht. Und habe dann Friends gestanzt. Und
Ja, das ist quasi nur, dass das da so drin ist. Genau. Dann ist hier hinten, ihr habt hier hinten diese Tasche. Da habe ich jetzt nochmal zwei Sachen drin. Das habe ich jetzt einfach nur mal so aus lauter Jux und Tollerei gemacht. Darum habe ich es hier hinten drin, weil ich es einfach nicht wegschmeißen wollte. Und dann habe ich nochmal Smile gestanzt in so Kupfer, denke ich mal. Roségold ist es nicht, aber Kupfer fand ich ganz passend. Und halt auch passend zu dem Travelers. Genau. So. Dann ist das erste Heft. Hier vorne habe ich einen kleinen Umschlag gemacht. Hier sind dann von diesem Sticker-Sheet habe ich hier so ein paar Sticker ausgeschnitten und habe die hier einfach zwecks dem Dekorieren reingemacht. Hier oben ist dann nochmal aus den Odds and Ends. Dann ist hier oben ein kleiner Jelly-Clip dran und dann habe ich mir diese, wie heißen die? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Diese Flips oder Flaps oder wie diese heißen, die habe ich mir selber gemacht, ganz einfach aus Stickern. Ja, dann habe ich hier unten so ein bisschen dekoriert. Hier habe ich Smile gestanzt und dann so eine Blumenreihen. Und ja, also hier habe ich jetzt noch nichts weiter drauf geschrieben. Dann ist hier nochmal so ein Flap oder wie man das nennt. Genau. Und hinten drauf sieht es dann so aus. Da habe ich einfach nur so zwei kleine Karten ausgeschnitten und habe die hinten drauf geklebt. Hier ist jetzt auch nochmal, hier ist eine Tasche und da ist ein Umschlag und hier sind auch nochmal so kleine Karten drin. Einfach zur Deko. Und das hier kann man rausziehen. Und da ich ja so ein Fan von diesem Toaster und dem Toast bin, habe ich mir gedacht, das musst du irgendwie mit einbauen. War nicht ganz einfach, weil ja alles sehr, sehr blumig ist. Aber ich denke, also mir gefällt's. Und ja, dann habe ich hier oben noch zwei so kleine Pizzastücken geklebt, weil ich die Kollektion ja auch total gern mag. Dann habe ich mir hier oben, Moment, habe ich mir hier oben noch ein kleines Gebamsel gemacht. Das sind diese Flipflops, die auch in dieser einen Kollektion mit drin sind. Ich habe dann hier oben einfach nur ein Loch reingemacht und habe die einfach einlaminiert. Und ja, jetzt ist es quasi ein Gebamsel. Genau, finde ich total niedlich. Wenn man das Ganze dann aufmacht, dann sieht es so aus von der Deko her, wirklich sehr, sehr schlicht. Hier innen drin habe ich noch gar nichts gemacht, weil ich es einfach auch nicht zu voll machen wollte, denn falls mir doch nochmal irgendwelche Ideen kommen. Dann sind hier auch nochmal diese Flaps. Ich denke mal, die heißen Flaps. Wenn nicht, dann berichtigt mich bitte. Ja, hinten drauf habe ich dann. Moment, mein Auge kitzelt. So. Hinten drauf habe ich dann einfach so ein bisschen dekoriert. Diese Schinkenstreifen gemacht, die finde ich auch mal total niedlich. Mein Inlay kennt ihr ja, das eine Heft, das ich mir gemacht habe. Hier ist allerdings jetzt schon was reingeschrieben. Und zwar habe ich mir einfach mal hier eine Liste gemacht mit den Oxiden, die es gibt und mit den Oxiden, die ich habe. Genauso mit den Nuvos, die es gibt und die ich habe. Und ja, ich habe allerdings bei den Nuvos nicht alle aufgeschrieben, weil ich auch nicht alle haben möchte, denn die metallicfarbenen finde ich persönlich nicht so toll. Darum habe ich die einfach nicht mit aufgeschrieben. Genau. So. Hinten drauf das Kenter. Das habe ich euch ja schon in meinem Mini-Craft-Update mit dem Holz zusammen gezeigt. Das Ganze ist jetzt so geworden. Ich wollte das hier einfach mit einbauen, weil ich es einfach unheimlich niedlich finde. Es ist so, so süß. Dieses kleine Faultier, wie es da ja an seinem Ast hängt. Und ich habe dann einfach noch aus den Odds and Ends so ein Smile, upsala, so ein Smile geklebt und ja, weil ich es einfach niedlich finde. Dann hier unten das mit den Dinos, die Dinos finde ich auch total süß. Dann ist das Ganze innen drin so aufgebaut. Ich habe jetzt hier wirklich nur ein bisschen dekoriert. Hier habe ich noch so ein, ist das ein Taco? Ja, ich denke mal, das ist ein Taco, oder? Hier unten dann noch diese zwei Kaffeetassen, weil ich die auch total süß finde. Moment, da. Und ja, hier oben dann nochmal so Teetassen, weil ich ja ein absoluter Teetrinker bin. Und hinten sieht das Ganze dann so aus. Hier ist dann noch ein Paperclip, also diese Jelly Clips aus dieser Kollektion, die ich gekauft habe. Hier habe ich einfach dann noch so ein Deko dran gemacht. Und ja, das Ganze kann man dann rausziehen. Das sieht dann einmal so und einmal so aus. Hier hinten werde ich dann noch ein Foto draufbringen. Fotos sind gerade in Druck gegangen. Und ja. Und dann habe ich hier zu guter Letzt meinen
meinen Kuli von Prima Marketing drin und ja, den finde ich echt mega, mega schön. Also der gefällt mir nach wie vor. Allerdings könnte er ein bisschen bunter sein, aber ich denke, durch das Gold, was man hier immer wieder sieht, passt das eigentlich ganz gut. Genau. So, Mädels und Jungs, das ist jetzt so nach dem Einzug mein Update zu meinem Travelers. Ich bin mega happy mit dem Travelers, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich werde jetzt noch gucken, wie ich das farblich gestalte, ob ich es einfach so reintue, obwohl ich aber der Meinung bin, dass es eigentlich farblich nicht passt und auch das hier nicht. Aber ich möchte es eigentlich auch nicht verschandeln. Darum, vielleicht habt ihr ja irgendeinen Tipp für mich, wie ich den Kalender in meinen Travelers mit einbringen kann. Also entweder der oder der. Und ich würde mich über jegliche Tipps und Tricks freuen, also ab damit unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ja, genau, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr Fragen habt, dann unten bitte in die Kommentare und ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.